Jetzt, ich frage euch, es gibt jemand, sehr bekannt, ich will nicht jetzt seinen Namen nennen, eine türkische Person, der vor ein paar Jahren gestorben ist und hat ein Buch geschrieben. In seinem Buch, er macht Tefsir. Er macht Tefsir jetzt. Er macht Tefsir und sagt zum Beispiel Suretun Nur. Sagt, diese Sure ist für uns gekommen. Wir sagen, Moment. So einfach ist das. Ob er ist Lügner, ob er ist ehrlich, kannst du sofort feststellen. Und die glauben daran. Die haben heute 20 Millionen Mitglieder auf der Welt. 20 Millionen Mitglieder glauben so, dass Suretun Nur im Koran ist offenbart für diese Gruppe. Wir fragen jetzt erste Frage. Erste Frage. Habt ihr einen Beweis im Koran, dass diese Sure ist für euch? Sagt er nein. Habt ihr ein Hadith, das sagt alaihi salatu wasalam, Suretun Nur ist für diese Leute, die werden kommen aus Istanbul, nach mir 1400 Jahre später, und das werden dann diese Sekte sein, und diese Sekte ist diese Sure, die sind auf dem rechten Weg. Haben wir so ein Hadith? Sagt er, haben wir nicht. Gibt es einen Sahabi, der sowas erklärt hat, dass er gesagt hat, Suretun Nur ist für diese Person, wird kommen, später? Nein, haben wir nicht. Haben wir von Tabi'in einen Gelehrten, der bei den Sahabi studiert hat, hat er sowas überliefert? Sagt er nein. In der arabischen Sprache von Suretun Nur, versteht man, dass das deine Jamaat gemeint ist? Versteht man nicht. Khalas, kann nicht du sein. Kann nicht du sein, ja, Achi. Sagt er trotzdem, ich bleibe so. Du hast mein Meister gesagt, unsere Sheikh gesagt, und das ist so. Subhanallah. Deswegen, das größte Fitne, was die Muslime heute leben, ist, die folgen diese Bedingungen nicht. Diese Bedingung ist nicht meine Bedingung. Ich habe diese Regel nicht aufgestellt. Das hat Allah und sein Gesandter aufgestellt. Dieser ist Ijma von Sahabe. Und Allah warnt die Leute, die das andere Weg suchen, außer dem Weg der Gläubigen. Diese habe ich nicht, diese Regel gemacht. Diese Regeln sind von Koran und Sunna, von Ijma. Wie kann man das verleugnen? Gibt es heute viele Organisationen in Deutschland. Wir brauchen nicht zum Ausland zu gehen. Gibt es Schiiten? Machst du Koran auf? Überall, wo Firaun steht, die sagen, das ist Abu Bakr. Ist so. Die sagen, das ist Abu Bakr. Qatalahumullah. Die sagen, das ist wer? Abu Bakr. Jetzt wir fragen, wir produzieren diese Frage, ihr braucht kein Wissen zu haben. Um diese Sachen, ob die sind ehrliche Leute oder sind das Betrüger, könnt ihr durch diese, was ihr jetzt gelernt habt, feststellen. Du fragst ihn fünf Fragen. Erste Frage, wo steht das im Koran, dass Firaun bedeutet Abu Bakr? Sagt er, steht nicht. Aber wir wissen. Gut, zweite Frage. Gibt es in Sunna, dass alaihi salatu wasalam gesagt hat, Firaun bedeutet Abu Bakr und Haman bedeutet Umar? Gibt es nicht. Gibt es ein Sahabi, ein einziger von 150.000 Sahabi, hat eine Sahabi gesagt, Firaun bedeutet Abu Bakr? Gibt es nicht. Gibt es eine Tabi'in-Gelernte, der bei Sahabi studiert hat, dass er so gesagt hat? Gibt es nicht. In der arabischen Sprache, wenn man sagt Firaun, wie kommst du drauf, das bedeutet Abu Bakr? Wenn ich Hans sage, kannst du damit sagen, das bedeutet Hassan? Wie bist du zu diesem Ergebnis kommen, dass Hans bedeutet Hassan? Oder Hassan bedeutet Aisha? Wie kommst du zu diesem Regel? Das heißt, ihr folgt nur euren Lüsten. Ihr folgt euren Lüsten. So einfach ist Din. Ist einfach, wer möchte praktizieren Religion. Aber wer möchte die Leute reinlegen, betrügen, seine Taschen voll machen, dann macht sich große Schilder und schreibt einen Namen aus und dann sagt er hier, das ist Allah, was uns versprochen hat, diesen Namen. Wo versteht ihr das? Deswegen müssen wir diese Regeln können, ja, Achi. Deswegen, alaihi salatu wassalam, sagt, man qala fil Quran bi ghayri ilmin.
Und wer redet über Koran ohne Wissen, فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ, so soll er seinen Platz in der Hölle vorbereiten. Und sagt im anderen Hadith, wie wir gesagt haben, auch wenn er die Wahrheit gesagt hat, hat er eine Sünde gemacht. Deswegen gibt es nicht unseren Büchern, Ahl-Sunnah-Tafsir-Büchern, die bis heute uns angekommen sind, dass die Gelehrten haben nach ihrer Meinung Koran erklärt. Gibt es einer? Sagt, das habe ich letztens eine Diskussion gehabt, sagt hier, das ist uns für uns. Diese Ayat ist unsere Partei. Woher hast du das, ja? Wie kannst du diese Ayat für dich privat behaupten, wo es doch für die ganzen Muslime offenbart worden ist? Wie kannst du sagen, nur das sind wir? Musst du Beweis haben, vom Koran, dass er dich erwähnt. Du wirst nicht mal erwähnt. Du wirst nicht mal erwähnt, dein Name kommt gar nicht. Die sagen doch, es gibt Verse von Milli Görüş. Wenn du redest mit denen, dann sagst du, es gibt Verse von Milli Görüş. Haben die Buch geschrieben. Der Autor heißt Ahmet Akgül. Der Ahmet Akgül aus Erzurum, aus Türkei, hat so ein dickes Buch geschrieben und dort beweist er, dass im Koran gibt es über 40 Verse Milli Görüş. Das ist gefährlich, ja. Hat sogar die Verse auf türkische Übersetzung auf Milli Görüş umgedreht. Ich war mit einem Sufiten in Diskussion, hat gesagt, unsere Tariqat steht im Koran. Seine Tariqat. Und schreibt Bücher, Jübbeli. Ein Verrückter, der in Schirk lebt. Der in Schirk lebt, ein Jübbeli heißt der, der immer großen Turban hat und überall predigt. Dieser kranke Mann hat Buch geschrieben über Tariqat. Und am Anfang des Buches, Anfang noch nicht mal angefangen, hat er geschrieben, wer unsere Tariqat folgt, der wird vom Himmel belohnt. Und Vers Suratul Jin hat er geschrieben. Unsere Tariqat folgt. Nicht das Tariqat vom Nachbarschaft. Sondern unsere Tariqat. Deswegen, ja, Achi, das ist gefährlich. Das ist Kufr. Das ist Unglaube. Wenn du das mit Absicht machst, das ist Kufur, das ist Gotteslästerung. Kelim ala Allah, Lüge auf Allah. Und die Strafe ist sehr schlimm dafür. Deswegen war das letzte Punkt. Wie hat alayhi salatu wassalam Koran im Schutz genommen? Und so ist er gestorben, alayhi salatu wassalam. Und bis heute wird in überall Koran gelesen, Koran studiert, Koran versucht zu praktizieren. Jetzt für euch alle eine Frage. Und ich will nicht euch eure Zeit nehmen, ich muss auch noch auf die Reise gehen. Wir haben morgen in Hannover großes Programm. Ist, liebe Brüder, Frage jetzt, wir haben wie viele Punkte aufgeschrieben? 9 Punkte, wie hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran in Schutz genommen und versucht, dass Koran nicht verloren gehen soll. Jetzt für euch die Frage, von diesen 9 Punkten, wie viel tue ich, damit der Koran nicht verloren geht? فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا